Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil dieser Videoserie. Wir sind im Oktober angelangt und ich möchte gleich mit ein paar wunderschönen Aufträgen durchstarten. Wir haben hier einen schönen Auftrag, um ein paar Maiskörner zu ernten. Den machen wir gleich. Was jetzt aber erst einmal ansteht, als richtiger Superauftrag, das ist das Pressen von Heuballen. Dazu aber gleich mehr. Jetzt erst noch kurz der Hinweis, dass ihr die ersten beiden Teile natürlich in der Videobeschreibung verlinkt findet. Genauso findet ihr dort auch einen Link zum Kanalabo oder ihr verwendet einfach den Button unter dem Video. Dann verpasst ihr das nächste Mal nicht die erste Folge einer neuen Videoserie. Wenn euch das Video gefällt, dann natürlich auch den Daumen hoch nicht vergessen. Somit weiß ich immer, welche Videos bei euch gut ankommen. Vielen Dank! Und damit sind wir auch schon mittendrin im Graserndeauftrag. Wir müssen Heuballen pressen und verkaufen. Und jetzt dazu, warum das ein richtig fetter Auftrag ist. Es handelt sich hier nämlich um das Feld 37 mit richtig, richtig viel Fläche für ein Grasfeld. Und somit haben wir auch einen richtig großen Ernteertrag. Und ihr wisst ja, bei den Aufträgen bleibt immer etwas übrig. Und je größer das Feld, desto größer ist natürlich der Überschuss. Und das überschüssige Heu, das hier entsteht, das können wir natürlich sehr gut gebrauchen. Dabei hilft uns natürlich Curseplay. Und sowie alle Mods, die in einem Video vorkommen, werde ich euch auch den Curseplay-Link in die Videobeschreibung reinstellen. Das mache ich übrigens für alle Mods, außer Mods, die im Mod-Hub zu finden sind. Dort findet ihr auch gelegentlich nur den Hinweis, dass dieser Mod im Mod-Hub zu finden ist. Und während der Big M jetzt seine Arbeit verrichtet, schieben wir doch gleich den eben erwähnten Auftrag mit dem Körnermais hinterher. Das übernimmt dann natürlich auch wieder überwiegend Curseplay für uns. Somit können wir mehrere Aufträge parallel laufen lassen. Natürlich versuchen wir immer Aufträge zu machen, bei denen wir unsere eigenen Fahrzeuge verwenden können. Es sind auch richtig viele Grubberaufträge, gerade jetzt im Herbst am Start. Aber natürlich nehmen wir die anderen Aufträge mit den Leihgeräten auch gerne mit. Ganz besonders die Ernteaufträge, eben wegen dem anfallenden Ernteüberschuss. Und den können wir natürlich gerade im ersten Winter sehr gut zur Versorgung der eigenen Tiere brauchen. So, jetzt habe ich euch mal mit dem Big M kurz alleine gelassen im Zeitraffer. Was ich euch jetzt aber noch zeigen will, was Curseplay nicht kann, das ist bei einem Auftrag, bei einem Mähauftrag, dass man zum Beispiel auch den Feldrand etwas mitmähen kann. Das klappt an manchen Stellen mal besser, mal schlechter. Ich habe festgestellt, es funktioniert eigentlich am allerbesten, wenn man mit der Spitze des Schneidwerks gerade so noch das Feld berührt. Weiter außen lässt sich das Gras dann meist nicht mehr mähen, so wie ich es hier an dieser Stelle eindrucksvoll demonstrieren kann. An manchen Stellen funktioniert es ganz gut, an anderen eher schlecht, aber so kann man auf jeden Fall noch deutlich mehr Gras aus dem Feld rausquetschen und hat so natürlich noch einen deutlich größeren Ernteüberschuss am Ende des Auftrags. Ja, und die anderen Aufgaben, wie das Wenden, kann natürlich wieder von Curseplay übernommen werden. Genauso wie die Schwadlegen und natürlich im Hintergrund sehen wir es schon, das Pressen. Das kann alles relativ gut von Curseplay übernommen werden. Außer den gemähten Feldrand, da muss man noch etwas nachhelfen. Auch die Aufgabe des Ballensammelwagens kann von Curseplay übernommen werden. Dazu braucht man noch nicht mal unbedingt die Ballensammelfunktion.
Die Ballen liegen schön in der Reihe der Curseplay-Spur und somit kann man den Ballensammelwagen einfach mit etwas Versatz auf der Spur fahren lassen. Man muss einfach nur den richtigen Versatzwert eingeben. Das Ganze vielleicht mal bei den ersten Ballen testen. Hier kommt einer. Wir sehen, es klappt. Wir haben den Ballen zwar leicht gerammt, das war überhaupt kein Problem. Und jetzt, ja, Kollision gibt es keine, aber wir haben den Ballen gleich mitgenommen. Dadurch sind wir am nächsten Ballen jetzt genau im Verladeprozess und der Ballen bleibt liegen. Das ist halt nun mal so. Beim nächsten Ballen klappt es wieder. Es kann natürlich sein, dass man den ein oder anderen Ballen im Nachhinein noch einsammeln muss. Aber der größte Teil wird hier auch mit Curseplay eingesammelt. Eingesammelt habe ich auch richtig viele Maiskörner. Ihr habt ja gesehen, ich habe einen großen Körnermaisauftrag angenommen. Was ihr nicht gesehen habt, ist, dass ich im Hintergrund noch einen kleineren Körnermaisauftrag am Laufen hatte. Jetzt hatten zufälligerweise beide Aufträge die gleiche Abgabestelle. Wer so einen Fall noch nicht hatte, dem möchte ich mal erklären, was da abgelaufen ist. Also es passiert dann wie folgt. Egal, woher die Maiskörner kommen, sie werden immer dem ersten Auftrag zugeschrieben. Das heißt, man erntet beide Felder parallel, gibt von beiden Feldern die Maiskörner ab, aber es wird nur der erste Auftrag bedient. Erst wenn der abgeschlossen ist, dann wird die abgegebene Menge dem zweiten Auftrag zugeschrieben. Und bei zwei Aufträgen, ihr seht's ja, da bleiben jede Menge Maiskörner übrig und die werden jetzt bei uns im Hof eingelagert. Eingelagert werden natürlich auch die überschüssigen Ballen. Soweit sind wir aber noch lange nicht. Wir haben erst 55% des Auftrags abgeschlossen. Da sind noch ein paar Touren mit dem Ballensammelwagen nötig. Jetzt sind wir aber bei der letzten Tour angelangt und hier ist Vorsicht geboten. Wenn wir die überschüssigen Ballen behalten wollen, natürlich nicht direkt auf den Trigger fahren, sondern die Ballen davor abladen und dann natürlich einzeln auf den Trigger schieben. Sonst werden ja alle Ballen gleichzeitig abgegeben. Das Abladen kann man ja in dem Fall zwischendurch nicht stoppen. Ihr seht, ein bisschen gecheatet wird bei mir trotzdem. Also ich habe die Superstärke-Mod hier in Form der Holzfäller-Mod. Da ist ja die Superstärke mit integriert. Ein bisschen mogeln sei jetzt erlaubt, denn sonst werde ich hier nie fertig. Und schließlich wäre es theoretisch möglich, mit dem vorhandenen Material, das ich habe, also Fahrzeugmaterial, auch so die Ballen einzeln auf den Trigger zu schieben. Von dem her keine wirklich große Mogelei. Jetzt sehen wir, der Auftrag ist abgeschlossen und wir haben noch ein paar Ballen übrig. Den Auftrag noch nicht beenden, sonst ist der Ballensammelwagen weg und den würde ich jetzt doch ganz gerne nehmen, um die Ballen zum Hof zu fahren. Dazu müssen die Ballen wieder verladen werden, aber damit will ich euch jetzt nicht langweilen. Ja, und wie ihr sehen könnt, sind die Ballen, die übrig geblieben sind, nicht die einzigen Ballen aus diesem Auftrag. Ich habe bereits vorher schon mal einen ganzen Ballensammelwagen hier am Hof abgestellt. Somit sind 24 Ballen aus diesem Auftrag übrig geblieben. Und jetzt können wir den Auftrag beenden. Und wir sehen, es sind 25.000 Euro bei diesem Auftrag übrig geblieben. Plus die 24 Ballen und wenn ihr jetzt mal im Shop nachschaut, was es kosten würde, einen Ballen zu kaufen, dann kann man sich ganz leicht ausrechnen, dass unser Ertrag eigentlich praktisch doppelt so hoch oder mehr als doppelt so hoch ist. Tja, und auch die Kühe, die haben wieder mal Lust auf eine Mischration und ja, die können wir jetzt zubereiten, denn unser Silo ist auch fertig gegärt. Da sehen wir es. Die Strohballen können natürlich direkt in den Futtermischwagen. Da hilft natürlich wieder die Superstärke.
Dann muss nur noch ein bisschen Stroh dazu. Und anschließend den Rest noch mit Silage befüllen. Hier noch ein kleiner Tipp. Ihr seht, dass die Frontlader-Schaufel mit Inhalt sehr schwer ist und hier eigentlich dringend ein Heckgewicht nötig wäre. Ich war jetzt einfach nur zu faul, eins ranzumachen. Ich habe ja schließlich welche. Allerdings ein kleiner Tipp. Es kann ja mal vorkommen, dass man zu Beginn des Spiels sich das Geld für ein Gewicht sparen möchte, wenn man nicht am Starthof schon eins vorhanden hat. Dann kann man natürlich auch ein Anbaugerät verwenden, das man hinten anbringt. Zum Beispiel ein Grubber, eine Sämaschine, ein Düngerstreuer oder irgend sowas in der Richtung. Das erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck, auch wenn es keine fachgerechte Anwendung ist. Absolut fachgerecht lief der Rest des Tages ab. Deshalb switchen wir auch gleich in den November, denn im Oktober gab es tatsächlich außer Aufträge nicht mehr wirklich viel Sehenswertes. Wir sehen hier noch den Rest eines Auftrags, nämlich die überschüssigen Rundballen. Hier auch wieder Heu. Deshalb stelle ich sie zu den bereits vorhandenen Heuballen dazu. Hier hat der Pickup gereicht, um die Ballen nach Hause zu transportieren. Aber jetzt sollten wir uns doch mal umschauen, ob wir nicht eine bessere Möglichkeit finden, die Ballen irgendwo unterzubringen. Und natürlich mit so viel Heu, was würde sich besser anbieten, als ein paar Heufresser einzukaufen? Und wer sind denn die größten Heufresser im Landwirtschaftssimulator? Das sind natürlich die Schafe, Hauptnahrung Heu. Und hier an der Stelle, an der die absolut nutzlose Scheune abgerissen wurde, hier bietet sich natürlich an, einen Schafstall zu bauen. Das werde ich auch machen, aber wir benötigen erstmal Geld. Dafür könnten wir natürlich jetzt ein paar Eier verkaufen. Das mache ich aber erstmal noch nicht. Ich bevorzuge jetzt erstmal den Kredit zu erhöhen und den möchte ich natürlich genauso wie die Hühner wieder am Bach entlang platzieren, sodass wir den Hang zum Bach hinunter als Weide mitnutzen können. Ausreichend Platz lassen zum Weg, denn an der Seite des Stalls ist noch ein Trigger. Es wäre natürlich immer schön, wenn man auch bei der Platzierung schon die Position der Trigger besser sehen könnte. Das wäre wirklich hilfreich, denn man weiß nicht bei jedem Stall immer auswendig, wo sich gerade die Trigger befinden. Es muss natürlich hier um den Stall herum das Terrain noch etwas angepasst werden. Und anschließend verkaufen wir doch die Eier, denn wir haben zwar den Stall gebaut, aber der Stall, der muss ja natürlich auch noch mit Schafen befüllt werden. Und für die haben wir nicht ausreichend Geld im Moment. Glücklicherweise ist die beste Verkaufsstation für Eier direkt gegenüber der Straße, das Fastfood-Restaurant. Und auch der November ist der wohl geeignetste Monat, um Eier sehr lukrativ zu verkaufen. Von dem Geld können wir uns jetzt ein paar Schäfchen leisten. Und da habe ich aber gleich mal eine Frage an euch. Ich habe den Schafstall jetzt sehr voll gemacht. 65 Schafe gehen rein, 60 habe ich gekauft. Jetzt ist es natürlich so, bei den Tieren, wenn Nachwuchs kommt, dann ist der ja auch in dem Stall mit drin und dafür ist überhaupt kein Platz da. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das Problem löst. Nehmt ihr kurz vorher ein paar Tiere raus? Verkauft ihr ein paar Tiere? Oder befüllt ihr den Stall von vornherein nur zur Hälfte? Also in dem Fall mit 30 oder 32 Schafen, dass dann immer noch genügend Platz für den Nachwuchs vorhanden ist. Hier gibt es ja verschiedene Ansätze. Ich habe den Stall jetzt trotzdem einfach mal voll gemacht und lasse das mit dem Nachwuchs einfach mal auf mich zukommen. So ganz nebenbei wird auch unser Milchlager langsam voll. Deshalb benötigen wir jetzt einen Milchwagen zum Abtransport. Den befülle ich aber erstmal und stelle den einfach am Hof mal ab und warte, bis der beste Milchpreis zu erzielen ist. Das Schöne hier an dem Schafstall ist auch dieser kleine Unterstand, den ich hier hervorragend für das Futter, sprich für die Heuballen verwenden kann. Damit sind die auch schon super aufgeräumt. Ein wirklich toller kleiner Lagerplatz hier. Und ja, da sieht man erstmal, was sich jetzt schon alles an Ballen angesammelt hat.
Was allerdings zu Ende geht, ist unsere Silage. Das Silo ist leer und deshalb brauchen wir wieder neues Material im Silo. Wir haben nichts anderes als Gras zur Verfügung. Allerdings, jetzt ist unser Feld endlich mal 2 Monate am Stück gewachsen. Also wir haben die volle Grasausbeute. Den Feldrand, den nehme ich für die Silage. Und aus dem Rest machen wir Heu. Denn für die Mischration benötigt man schließlich nicht nur Silage, sondern auch das Heu darf nicht fehlen. Und da machen wir jetzt unser Lager nochmal richtig voll vor dem Winter. Silage haben wir nämlich ganz nebenbei auch noch bei Silageballenaufträgen ergattern können. Das war's soweit von der Grasernte. Jetzt gibt es im November tatsächlich wieder mal nicht mehr allzu viel Spektakuläres zu zeigen. Deshalb zeige ich euch, dass ich den Hof jetzt noch etwas verschönert habe. Der Rest des Tages war wieder einfach nur geprägt vom Abarbeiten der Aufträge, die übrigens jetzt immer weniger werden. Und zwischendurch natürlich das Füttern der Tiere und was sonst noch so anfällt. Allerdings, es ist jetzt im November schon deutlich weniger zu tun und deshalb springen wir auch gleich direkt in den Dezember. Ihr seht, wir haben kurz nach Mitternacht und wir machen als erstes mal eine Bestandsaufnahme. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Hier sehen wir erstmal die Terrainanpassungen bzw. die grafische Bodenanpassung, die ich gerade eben noch gemacht habe. Und das Silo, das wir angelegt haben, das ist jetzt auch schon fertig gegärt. Hier können wir uns jetzt auch schon bedienen. Auch die Schafe haben schon ordentlich Wolle produziert und haben immer noch genügend Futter. Ich glaube, der beste Verkaufszeitpunkt für die Wolle ist der Januar, also wir müssen noch ein bisschen warten. Die abgeerntete Wiese ist nicht mehr nachgewachsen, also bis November ist das Gras gewachsen, ab dem Dezember wächst das abgemähte Gras nicht mehr nach. Wir schauen mal, was sich in unserem Lager befindet. Wir haben ein bisschen Weizen, Hirse etwas mehr, Sonnenblumen auch ein bisschen, genauso wie die Sojabohnen. Mais, dafür ganz ordentlich. Kartoffeln und Zuckerrüben sind auch jede Menge vorhanden. Milch müssen wir bedenken, dass wir auch noch den vollen Anhänger dastehen haben. Heu ist auch erstmal ausreichend vorhanden. Und Gülle haben wir auch schon ganz schön viel produziert. Die Zuckerrüben und die Kartoffeln, die lagern allerdings nicht hier am Hof. Die sind ausgelagert im Silo am Bahnhof. Bei den Tieren hat sich auch ein bisschen was getan. Die Hühner haben inzwischen Nachwuchs bekommen und da ist jetzt genau das eingetreten, was ich befürchtet habe. Unser Stall wird voll und wir bekommen einfach nicht alle Tiere unter. Ja, was wir dann gleich noch machen, ist nochmal die Eier zu verkaufen. Denn wir haben ja festgestellt, November ist der beste Zeitpunkt eigentlich, um die Eier zu verkaufen. Das zieht sich natürlich noch ein bisschen in den Dezember hinein. Also lieber gleich verkaufen. Zum Tagesbeginn ist der Preis auf jeden Fall noch besser, als er wahrscheinlich zum Tagesende sein wird. Um den Rest des Dezembers zu zeigen, können wir getrost den Tag erstmal anbrechen lassen. Denn es ist wirklich nicht so viel Arbeit, dass man schon in der Nacht mit dem Arbeiten beginnen muss.
Es gibt ein paar wenige Gruppeaufträge, aber das war's dann auch schon mit dem, was man im Dezember produktiv zeigen kann. Überwiegend war der Dezember von diesem Bild geprägt. So die Frage an euch, was macht ihr denn im Dezember? Ich würde mich jetzt am liebsten mit etwas Forstarbeit beschäftigen, aber dazu fehlt mir das Geld. Ich habe weder Geld für Maschinen, noch kann ich mir irgendein Land kaufen, auf dem nennenswert Bäume stehen. Unser Kreditvolumen ist fast am Anschlag. Die Felder, die zur Verfügung stehen, sind einfach viel zu teuer. Es gibt hier leider keine kleinen Felder oder kleine Waldgebiete, die man kaufen könnte für wenig Geld. Aktuell kann ich mir nicht mal die kleinsten zur Verfügung stehenden Felder leisten. Das ist eigentlich schade, denn genügend kleine Felder gibt es hier, aber gerade bei den kleinen Flächen sind oft mehrere zu einem größeren Gebiet zusammengefasst. Dann bleibt eigentlich nur noch eins, man kann sich die Zeit mit der Verschönerung des Hofs vertreiben, aber auch dafür braucht man natürlich Geld. Und dann ist natürlich die Frage, ob man die letzten paar Münzen, die man hat, tatsächlich für optische Korrekturen ausgeben möchte. Es wäre natürlich schön, wenn es hier im Winter noch mehr Möglichkeiten geben würde, mit denen man sich beschäftigen kann. Und natürlich nicht nur beschäftigen, sondern auch ein bisschen Geld verdienen. Zum Beispiel Schneeräumaufträge. Das wäre doch was für den Winter. Schreibt doch eure Ideen für den Winter einfach mal in die Kommentare. Jetzt schauen wir uns den gesamten Hof aber nochmal an, was in den letzten 5 Monaten passiert ist. Links unten haben wir den großen Schafstall mit dem Unterstand für die Ballen. Wir haben uns natürlich einen Futtermischwagen gekauft, einen Hühnerstall oben rechts in der Ecke haben wir auch gebaut. Wir haben eine Scheune gebaut. Wir haben unseren Traktor mit einer Frontladerschaufel ausgestattet. Wir haben einen Ladewagen gekauft. Wir haben ein Silo gebaut. Wir haben einen Kuhstall gebaut. Wir haben den Schuppen abgerissen und gegen eine ordentliche Werkstatt ersetzt. Und wir haben alles Mögliche gekauft, was man so für die Grasarbeit benötigt. Ein Mähwerk, Schwader, einen Wender und wir haben bereits einen Steinsammler gekauft, der allerdings nur einmal zum Einsatz gekommen ist. Und natürlich ein ganz wichtiges Gerät, das uns schon sehr gute Dienste erwiesen hat. Wir haben unseren kleinen Grubber verkauft und gegen einen etwas größeren Grubber ersetzt. Ganz versteckt hinter der Scheune ist natürlich auch noch unser Milchwagen. Den sieht man aus der Perspektive jetzt gar nicht, aber erwähnt muss er natürlich werden. Also ihr seht, auch ohne große Mogelei kann man sich in weniger als einem halben Jahr, also in 5 Tagen, 5 Spieltage, einen richtig schönen Hof aufbauen. Wir haben 3 Arten Tiere und jede Menge bereits an Arbeitsgerät. Das ist doch eine hervorragende Basis, um sich künftig auch noch um Pferde und Schweine zu kümmern. Ich freue mich natürlich über jeden Kommentar, ganz besonders über Kommentare, die dazu beitragen, das Spiel noch effizienter zu gestalten und natürlich jeden Änderungs- und Verbesserungsvorschlag. Das macht ihr ja nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, die dieses Video sehen, damit wir alle gemeinsam künftig noch schneller durchstarten können. Wenn euch diese kleine Videoserie gefallen hat, dann gebt natürlich auch diesem Video einen Daumen hoch. Und falls ihr noch keine Abonnenten seid, vergesst natürlich das Kanalabo nicht, denn ihr werdet auch weiterhin hier auf dem Kanal viele spannende Inhalte finden. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss bis zum nächsten Video. Noch ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Euch ist bestimmt nicht entgangen, dass wir unseren Kanalnamen geändert und damit auch das Logo angepasst haben. Ansonsten bleibt aber alles beim Alten und wir zeigen euch die gewohnten Inhalte.